Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Let's Play zu Mittelerde Mordors Schatten. Ja, wir hatten gesagt in der letzten Folge zum Ende hin, erstens weil es schon ein bisschen viel Zeit vergangen ist, dass wir jetzt einen Break machen und jetzt bin ich immer noch am Überlegen, gehen wir zuerst hier hinten hin und machen die Ausgestoßenen oder machen wir hier erstmal Mr. Gollum. Gollum würde sich natürlich am meisten lohnen, weil sind wir ja sowieso gerade in der Nähe. Oder hole ich Informationen rein? Informationen reinholen wäre natürlich auch nicht schlecht. Da ich aber mitten in so einem riesen Burggetümmel drin bin, würde ich sagen, wir konzentrieren uns spontan einfach mal darauf. Und dann schwuppdiwupp. Typische Rolle wie aus Assassin's Creed hier. Ah, was mal. Kartoffeln. Erdenbrot. Das kann ich schon erzählen. Erdenbrot, ganz easy, ist eine kartoffelartige Wurzel, die schmeckt wie Kartoffeln. Quasi. Oh, hier haben wir gleich einen Informanten. Sehr, 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 sehr schön. Die Jäger wissen, wie man es macht. Sehr schön, er hat uns nicht gesehen. Was stand da jetzt gerade? Konnte ich ihn übernehmen? Weil darauf warte ich ja auch noch, dass ich hier mal mal gesagt bekomme, dass ich den und den übernehmen kann. Sören um Stärken. Achso, ich kenne den seine Stärken und Schwächen noch gar nicht. Die kennen wir. Achso, die Hauptmänner wollten wir erstmal machen, ne? Genau, das ist erstmal wichtig, finde ich. Weil da können wir nämlich auch sehen, wo wir da hingehen können. Geh Rash in die Falle. Okay. Rash, der Ausgekochte, lauert, beobachtet, wartet. Er ist bereit. Aha. Ist doch schon mal interessant an. Ja, und er hat ja, absolut gar keine Schwächen. Bis auf Kampftodesstöße. Super. Demütigung. Verweigert unwürdigen Opfer den Todesstoß. Okay. Kann von Vorteil sein, kann aber auch von Nachteil sein. Inspirierende Präsenz. Uruk in der Nähe werden dazu ermutigt, gleichzeitig anzugreifen. Okay. Das könnte auch zum Problem werden. Naja. So, kannst nichts machen, Kollege. Ja. Wie er hier zurückgeschreckt ist. Genial. So, jetzt. Diese Todesstöße irgendwie. Das muss ich noch ein bisschen lernen hier. So, da hinten. Oh, da ist ja noch einer. Komm her. So. Zack. Gibt es mir jetzt auch nochmal eine Info? Und zwar, wer ist das? Ach, war das jetzt auch ein Informant? Nee, gut. Ich wollte aber nur mal wissen, wer das ist. Ja, weil ist ja wichtig, wenn man schon mal weiß, wo ist er, wer ist er und wie viel Macht hat er. Fragt sich, ob er eine Jagd anführen sollte, um mehr zu essen zu bekommen. Ja, dann führen wir eine Jagd an, Kollege. Ui. Das hat sie gerade ein bisschen geleckt. Oh! Aber wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Ist hier ein Spawnpunkt oder was? Einfach nur genial. Einfach nur genial. Oh oh, da oben ist ein. Ach, jetzt hab ich den Namen vergessen. Alter, das Hündchen, ne? Das Hündchen. Vergessen, wie es heißt. So, Schnibbel, Schnabbel. Elgaran. Ich werde den Eintrag jetzt nicht vorlesen. Wenn ihr möchtet, dass ich auch Blumenbeiträge vorlese, sagt mir das bitte. Was ist denn jetzt hier? Neu. Rush, der Ausgekochte, in die Falle. Belohnung 70. Besiege die Leibwächter des Häuptlings, bevor du dich mit ihm stellst. Ach, wir wollen jetzt Rush, war der da, ne?
Wollen wir den angreifen, bevor wir die Quest weitermachen? 70 Macht haben oder nicht haben? Ja. Das wäre jetzt auch Gwinnuyal. Das werde ich mir so mal kurz angucken. Gwinnuyal ist besser bekannt als die Dämmerwinde. Seine zarten weißen Blüten bestehen aus 5 Blütenblättern und erinnern sehr stark an einen Stern. Interessant zu erwähnen ist die Tatsache, dass Gwinnuyal in Mittelerde sehr weit verbreitet ist, aber nie höher wächst, als ein Zwerg groß ist. Es wächst auch nirgends, wo man Efeu antrifft. Achso, okay. Wobei das nur ein Zufall sein könnte. Kräuterkundler wissen, dass man die Blüten pflücken muss, bevor sie in voller Blüte stehen, um sie in Tränken zu verwenden, die zur Behandlung von Erkältung und Befreiung der Atemwege eingesetzt werden. Die Ranken selbst können auch als Verbände verwendet werden. Sachgerecht von der Rinde befreit, sind sie sehr gut als notdürftige Binden für Wunden geeignet. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Aber hier ist ja sowieso irgendwie alles für die Heilung da. So, jetzt wollen wir das hier mal ausprobieren. So, Tipp, besiege die Leibwächter des Häuptlings. Ach so, halt, stopp. Was hatte der für eine Schwäche? Der hatte nur eine Schwäche, das waren die Todesstöße, ne? Das muss ich nochmal reinlunsen. Rush. Schaden durch. Ja, Kampftodesstöße. Ansonsten ist er mächtig, mächtig, mächtig. Gut, dann. Wir probieren es. Wenn wir failen, dann haben wir gefailt und dann ist gut. Würde ich mal so behaupten. Let's fetz. Oh oh. Er glaubt, er lockt uns in eine Falle. Enttäuschen wir ihn nicht. Trete die Falle. Ja, das wird ja lustig. So, muss ich immer sagen, klettern hier nach oben. Na, hopp. So, ein paar Steinchen werde ich doch hier nicht aufhalten. Mensch. Choppi! Aber hier dürfte doch bestimmt auch noch ein anderer Häuptling sein. Was mir dann jetzt nicht gefallen würde. Sicher, dass der Tag tot ist. Der Tag ist nicht tot. Könnt's ja probieren. So, den nehmen wir auch noch mit hier. Würde ich mir mal so denken. Den ist abgebrochene Schwert. Das ist ja kein Dolch, das ist ja nur ein abgebrochenes Schwert. Schön ins Gesicht gerammt. Sehr schön. Also von der Machweise her finde ich es insgesamt auch schön. Auch die Lichteffekte. Und steht da unten einer? Ja. Allerdings, was ich ein bisschen bescheiden finde, ist halt quasi die Animation für das Blut. Ja, das ist ja eher Schlamm, was da rausspritzt. Aber gut, man kann nicht alles haben. Ist da irgendwo fallen? Nee. Ich überlege mir den Schmieder zu überreden, meinen Kopf mit Eisenstacheln zu überziehen. So, wie machen wir das hier oben? Am besten ist ja die auszuschalten. Den da oben lassen wir hängen. Der ist gut dort. Eine Patrouille hat unbekannte Spuren gefunden. Der ist ja, komm, muss weg. Der muss weg. Und wo ist er? Na, jetzt. Ich hab den dreckigen Tag gesehen. Lass uns gleich Blut. Jetzt hat er schon. Nein. Komm her. Nicht mit mir, mein Freund. Nicht mit mir.
Zack. Achtet auf seine Flanke! Entfache das Leuchtfeuer! Nee, 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 kein Leuchtfeuer, meine Freunde, kein Leuchtfeuer. So, noch ein paar Pfeile. Sehr schön. Danke. Nein, den wollte ich doch gar nicht umbringen. Habe ich ihn jetzt umgebracht? Bitte nicht, bitte nicht. Ich habe ihn umgebracht. Verdammt. Hat nicht noch jemand gesehen? Wie viele Pfeile habe ich jetzt eigentlich noch? 4. Hm, könnte 4 reichen. So. Mal gucken, was das hier wird. Oh, da kommt er. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Ach, immun gegen Schleifen. Ja. Er war ja gegen alles immun. Der Uruk-Verstand ist überlegen. Hm. Wenn du das meinst, dann werden wir das ja auch gleich sehen. Komm, komm. Nein. Ach, komm. Ach, jetzt hat er das. Konnte ich das wieder nicht machen. Sehr schön. Und es geht auch ohne die Leitwächter wirklich auszuschalten. So scheint mir das zumindest. Können wir uns einigen? Ich habe Gold. Nein. Und ab der Kopf. So ausgekocht war er dann wohl doch nicht. Scheint auch Raucher gewesen zu sein. So, die nehmen wir auch gleich mit. 80 Macht gab das. Finde ich auch geil. 80 Macht, das ist nicht gerade wenig. Ich dachte, wir würden auf die Jagd gehen. Und auf einmal kriege ich den Befehl, noch mehr Vorräte zu packen. So. Vermutlich. Nein, der ist nirgendwo. Tag, der Tag, der Tag, der ist nirgendwo. So, dann wollen wir jetzt hier oben mal gucken, was wir denn jetzt hier als nächstes machen. Genau, und schon wieder einer tot. So, wir sind da. Da wäre jetzt noch ein Artefakt. Soll ich das Artefakt holen? Wobei, es ist ja eigentlich gleich in der Nähe. Werden wir das Artefakt holen. Siehst du. Ist ja gleich da. Super. Ja, perfekt. Ja, einmal angucken. Wo warst du vorhin? Hä? Auf der Jagd. Hey, ich hab nur die Skraben an der Grube bewacht. Hast du irgendwas Gutes gefunden? X identifizieren. Das ist mir neu. Zerfledderte Botschaft. Ein von der ausgestoßenen Irin auf Pergament verfasster Brief. In ihm wird die unmittelbar bevorstehende Gefangennahme durch die Uruk beschrieben und er ist offensichtlich für Hirgon bestimmt. Da wo wir dann nachher noch hinwollen. Erins Ehemann und Anführer der Ausgestoßenen. Ob er jemals seinen Empfänger erreicht hat, steht auf einem anderen Blatt. Wahrscheinlich dann hier hinten. Da wo auch die Information sein kann. Mein liebster Hirgon, ich verstecke mich außerhalb des Lagers und bete, dass sie mich nicht entdecken. Sie versklaven jeden, den sie finden, wenn du doch nur hier wärst. Aber ich weiß, dass du die Uruks bekämpfen musst. Sonst hat niemand von uns eine Chance, je frei zu sein. Ich fürchte, ich werde dich niemals wiedersehen. Ich weiß nicht, wie lange ich überleben kann, wenn sie mich finden. Deine dich liebende Ehefrau, Erin. Erin, Erin, naja, egal. Ich habe so ausgesprochen, Erin. Erin hört sich irgendwie eher männlich an. Erin. So. Ah, dort. Wer ist denn das? Shaka.
der Braumeister. Okay, den wollen wir aber nicht umbringen, weil der ist ja... Karak Angrim, die Isenmünde, hielten ihre Gefangenen in einem eisernen Griff. Der dunkle Herrscher, ganz gleich in welcher Gestalt, strebt nach Herrschaft. Weil er ja quasi der Kollege vom... wer ist jetzt wieder? Redback ist. Was? Ein Waldläufer? Halte die Augen auf, den schnappen wir uns. Genau, komm, komm. Jetzt. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. So, hier muss ja dann noch irgendwo einer rumlaufen, oder? Haltet nach diesem Grabwandler Abschau aus. Da hinten, oh, das sind gleich zwei. Nazguga. Der Sippenschlechter. Okay, über den haben wir auf jeden Fall keine Information. Und wen haben wir dann neben stehen? Steht da noch einer? Oh ne. Brennzange. Die Leute mag ich gar nicht mit Schild. Macht 8. Zwei Bosse hier gleich. Ist das das mit dem Machtkampf? Das scheint das mit dem Machtkampf zu sein. Greife Gunza. Nee, Gunza die Krähe. Mit seinem Machtpokal. Um Saurons Armee zu schwächen. Da haben wir dann die zwei Bosse. Ich glaube, ich brauche Infos und die kriege ich jetzt nur von dem, der aber so im offenen Feld rumsteht, dass ich dann Shaka dann angreife. Und Shaka, den brauchen wir. Ne? Weil, wenn wir jetzt gucken, das da ist Shaka. Der ist unserem Kollegen da unterworfen. Die Krähe ist dort. Und die beiden ist ebenfalls da. Beide macht 8. Und der hier macht mir am meisten Sorgen. Der da eher weniger. Mal gucken. Na gut, das ist auch ein Fernangreifer da. Tja, da müssten wir jetzt mal gucken, wie wir das da dann am besten machen. Und damit würde ich mich auch erstmal verabschieden. Und euch noch einen schönen Tag wünschen, einen schönen Abend oder einen schönen guten Morgen. Und tschö mit Ö.